Ich hatte euch ja vor einigen Wochen das hässliche Entlein, anders kann man es echt nicht nennen, aus dem Hause Donaustahl, und zwar den Odin-Anschlagschaft vorgestellt. Das Schöne an diesem Schaft ist in der Tat, dass es ein 100%iger Universalanschlagschaft ist. Soll heißen, ich brauche bis auf für 2 oder 3 Pistolenmodelle keinen zusätzlichen Adapter zu kaufen, um die Waffe, Pistole in dem Moment, in diesen Schaft einzuspannen. Die Sondermodelle sind Heckler und Koch, weil diese haben, ich glaube bei der P8 und bei der USP oder irgendwas, eine Heckler und Koch eigene Montageschiene, die passt hier nicht drauf. Da gibt es aber als Zubehör in dem Moment alternative Montagelippen und dann könnt ihr die auch benutzen. Ich hatte jetzt endlich, seitdem ich den Schaft habe, die Zeit und die Möglichkeit, den Schaft auszuführen und mal zu testen, wie er sich schießt. Getestet habe ich ihn an meiner CZ P07 Kadett, Kleinkaliberpistole, finde ich richtig cool, und mit meiner CZ P10F, war also ein CZ-Tag. Und wer meinen Livestream verfolgt hat, Anfang der Woche, am Dienstag, der hat das ja schon im Vorfeld mitgekriegt, dass es kommt. Ich zeige euch gleich hier ein paar kurze Einspieler vom Schießen selber mit diesem Schaft. Also mein Gefühl bei dem Schaft war absolut positiv. Ja, muss ich tatsächlich gestehen. Rückstoßverhalten äußerst gering. Also da man merkt eigentlich so gut wie keinen Rückstoß in diesem Schaft. Visierlinie durch die hoch positionierte Schiene für das Red Dot sehr, sehr angenehm, weil ich eben ja eine natürliche Kopfposition in dem Moment habe, um durch das Red Dot zu gucken. Ich montiere jetzt gerade mal auf die Schnelle meine P07 Kadett, damit ihr auch mal seht, wie flott das eigentlich geht. Und komplett ohne Werkzeug. Das ist halt auch richtig, richtig cool. Seitlich verspannen. Wie gesagt, da müsst ihr aufpassen, dass es nicht zu eng wird, dass ihr nicht die Waffe einklemmt und dann durch die Spannung eventuell die Lippen vom Schlitten auseinanderdrückt. So, wie gesagt, die Waffe ist selbstredend leer. Wenn ich jetzt hier durchgucke, ich gucke hier instinktiv durch diese hohe Positionierung tatsächlich durch. Und das ist mal richtig, richtig cool. Ich muss mich nicht verbiegen, ich muss mich nicht verkanten, um durch das Red Dot durchzuschauen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ich es jetzt hier mit der CZ P07 mache oder mit der CZ P10F. Ja, mein natürlicher Point of Aim oder meine natürliche Visierlinie in dem Moment, wenn ich hier aufgelegt bin, auf dem Schiebeschaft hinten, ist tatsächlich genau auf Höhe mit dem Red Dot. Richtig, richtig geil. Präzision ist auch absolut einwandfrei. Hält wirklich gut durch. Ich habe nur leider vergessen, Fotos von den Scheiben zu machen. Tut mir leid. Ich werde versuchen, das nächste Mal dran zu denken. Das Ding macht echt Laune. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil die vordere Hand ist schon relativ nah an der Mündung der Waffe und man neigt doch gerne mal dazu, dann hier so ein bisschen den Daumen hier nach oben oder hier vorne hinzusetzen, um ein bisschen gemütlicher zu greifen. Das kann in einem bösen Auer enden. Ich habe immer schön brav dran gedacht, bevor ich geschossen habe, meinen Daumen dann runterzunehmen. Auch der Untergriff, also der Vorgriff, ist natürlich auch verschiebbar. Aber jetzt will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und hier sind die Ballervideos.